Jetzt versuchen wir es. Wir wagen es und rufen Martha Eggert in Amerika an. Sie erinnern sich, die Annie Müller aus Das Blaue vom Himmel. Ich schaue mal, ob die Verbindung schon steht. Hallo, Frau Eggert. Hallo, Frau Eggert. Können Sie mich hören? Ja. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen bei uns in der komischen Oper. Oh, wunderbar. Ich begrüße Sie herzlich. Sie sind gerade wo? Wo treffen wir Sie an? Im Augenblick bin ich zu Hause. Zu Hause in Rye bei New York, richtig? In Rye, New York, ja. Und wie viel Uhr ist es jetzt bei Ihnen? Bei uns ist jetzt 11.30 Uhr. 11.30 Uhr, gut. Nicht so früh, wie wir ursprünglich gedacht hatten. Wir sind in der komischen Oper, Sie haben den Applaus gehört. Die komische Oper kennen Sie wahrscheinlich noch als Metropoltheater, richtig? Metropoltheater, ja. Und wie sind Ihre Erinnerungen an Berlin? Sie waren schon länger nicht mehr da, aber ich glaube, Sie haben gute Erinnerungen an Berlin. Wunderschöne Erinnerungen. Weil meine ganze Karriere hat in Berlin angefangen. Zuerst in Wien und nach Wien Berlin. Und Berlin war eine Weltstadt. Eine große, wunderschöne Weltstadt. Sie ist es wieder, sie ist es wieder. Auf jeden Fall, aber. Ich höre sehr viele schöne Sachen von jungen Leuten, die in Berlin waren. Und die sind alle begeistert. Das freut uns, dass es auch bis nach Amerika dringt. Wir haben vorhin wir haben vorhin das Blaue vom Himmel gesehen mit Ihnen, zauberhaft als Annie Müller. Ich kann mich kaum erinnern. Stimmt es, dass, Sie den Film zunächst gar nicht gesehen haben und ihn erst im Museum of Modern Art gesehen haben, als Larry Kalisch da Filme zur Weimarer Republik gezeigt hat? Oh, ja. Und haben Sie Paul Abraham, den Komponisten der Musik, auch persönlich kennengelernt? Ich gehe davon aus. Natürlich, ja. Ich war ein ganz junges Mädchen und er hat immer mich vorgestellt, meine Braut. Paul Abraham, er war ein netter Mensch, ja. Haben Sie denn mit ihm Ungarisch gesprochen oder Deutsch? Ich weiß nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich Ungarisch und Deutsch. Beides zusammen, ja. Sie sprechen hervorragend Deutsch, auch nach all den Jahren noch, obwohl Sie in letzter Zeit ja wahrscheinlich mehr Englisch sprechen. Oh nein, Deutsch kann man nie vergessen. Meine, ist eine wunderschöne, herrliche, wunderbare Sprache. Ja. Waren Sie denn auch mal auf einer der berühmten Gulaschpartys bei Paul Abraham, von denen wir immer lesen? Er soll ja welche Party? Gulaschpartys, er soll immer Partys am Abend gemacht haben mit Gulasch. Nein, kenne ich nicht. Und ich habe mal gelesen, ich war damals jung, sehr jung. Und ich war überall mit meiner Mutter, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ja, aber ich habe mal gelesen, dass der Kuss im Film von Das Blaue vom Himmel, Ihr erster Kuss überhaupt war. Stimmt das? Ja. Ja, mein erster Kuss, ja, das stimmt. Und dann gleich vor der Kamera, gleich in der Öffentlichkeit quasi. Ja. Und bei Dreh... Aber? Das war kein richtiger Kuss. Nein? Das war so ein Filmkuss. Aha, und wie funktionierte das? Ein Filmkuss war so ein Kuss zum Anschauen, aber es war kein richtiger Kuss. Ich habe nie einen Partner geküsst, nie. Nur einen einzigen Partner habe ich geküsst. Das war Jan Kepura. Ja. Sonst habe ich nie einen Partner geküsst, nein. Und Jan Kepura haben Sie auch beim Film kennengelernt, bei den Dreharbeiten zu Mein Herz ruft immer nach dir. Ja. Hat es da gleich gefunkt zwischen Ihnen beiden? Nein, weil ich wollte ihn überhaupt nie mehr sehen, weil er hat immer viele Mädchen um sich gehabt. Und ich habe gesagt, was? Dieses Mädchen, den will ich nicht mehr sehen.
Aber es hat dann sehr lange gehalten, bis zum Tod ihres Mannes 1966. Das ist ja im Film- und Showbusiness auch nicht unbedingt selbstverständlich. Es war ihre große Liebe, haben sie mir gesagt. Nicht nur große Liebe, die einzige Liebe in der Welt, die einzige große Liebe, bis zum heutigen Tag. Also Sie sind bei uns heute an diesem großen Film- und Operettentag zu Ehren von Paul Abraham, aber auch ein bisschen zu Ihren Ehren. Wir haben Sie bewundert wirklich vorhin beim Das Blaue vom Himmel. Schicken Sie noch eine Botschaft zu uns nach Berlin heute. Nach Berlin? Ja. Also was ich Ihnen sagen möchte, ich liebe Berlin. Ich habe Berlin immer geliebt und ich war wirklich als meine erste große Sache in meinem Leben, wenn ich nach Berlin kam und habe schöne Filme gemacht. Ach, es waren herrliche Zeiten, ja. Leider zu kurz, aber es war wunderschön. Und ich erinnere mich immer an Berlin. Wunderbar, das spüren wir auch. Sie hören den Applaus. Ja. Frau Eggert, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute mit der Stimme und mit dem Herzen bei uns sein konnten. Wir verneigen uns vor Ihnen und vor Ihrer Kunst und schicken uns die Grüße aus Berlin, schicken unsere Grüße aus Berlin zu Ihnen nach New York. Vielen Dank. Danke vielmals. Ich umarme Sie alle. Danke. Ich umarme Sie von Herzen.